eingeschaltet habt. Ich bin's, eure Maria. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses schöne Wassermelonenstück basteln könnt. Viel Spaß dabei! So, für die Wassermelone benötigt ihr einen grünen Filzstift, einen schwarzen Filzstift, schönen Nagellack in der Farbe Neon. Den habe ich übrigens auch auf den Händen. Und Modelliermasse. Das findet ihr alles im Idee, bis auf den Nagellack. Den gibt es im Müller, da habe ich ihn her. Aber natürlich auch im Douglas. Und jetzt fangen wir auch schon an. Als erstes braucht ihr etwas Modelliermasse, die ihr wie eine Wassermelone formen müsst. Also eher wie ein Wassermelonenstück. Ich habe mir hier schon mal die Schale genommen und die müsst ihr dann halt so vorführen, dass die auch so ungefähr aussieht wie so eine richtige Wassermelone. Also wie die Schale davon, von so einem kleinen Wassermelonenstück. Nun habt ihr solch ein Wassermelonenstück. Und das müsst ihr jetzt hiermit noch lackieren. So sieht es bis jetzt aus. Nun fehlen nur noch die Punkte und die Schale. Für die Punkte nehme ich einfach nur schwarzen Filzstift und male damit kleine Pünktlein auf. Diese Punkte, wie ich sie nenne, sind ja in Wirklichkeit Kerne. Jetzt noch der Rand. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Bis dahin und bis bald. Tschüss.